Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Türchen 21. Es ist bald soweit. Ich bin gespannt. Die Drehsession war heute rätseltechnisch definitiv durchwachsen. Ihr kriegt es ja aber nicht so mit, weil ihr in der Regel jeden Tag ein Türchen öffnet, außer ihr guckt euch das am 24. alles hintereinander an. Aber für mich ist das immer eine äußerst spannende Aktion, die Türchen hintereinander zu öffnen. Okay, legen wir mal los. So, diesmal habe ich es gleich am Anfang gesehen. Bitte umblättern, damit uns nicht das wieder passieren kann. Ich dachte echt bei dem Türchen mit der Eisenbahn, dass ich da mit dieser Minikarte arbeiten muss. Das erklärt jetzt wirklich einiges. 21. Dezember. Noch immer kopfschüttelnd öffnest du die nächste Tür. Das wird dir doch niemals jemand glauben, dass dich der Jedi höchstpersönlich in einem Escape Room gesteckt hat und du auch noch an seine gesamte Verwandtschaft Pakete versenden sollst. Du stößt die Tür weiter auf und musst sofort die Augen zukneifen. Ist das etwa die Sonne? Tatsächlich, da ist ein Fenster und gerade scheint die Sonne aufzugehen. Bist du schon so lange hier drin? Du hast jegliches Zeitgefühl verloren. Hättest du nicht eigentlich mal schlafen müssen? Vermutlich hat das Adrenalin dein Schlafbedürfnis komplett unterdrückt. Mit ein wenigen Schritten bist du am Fenster. Draußen liegt die unberührte Natur. Der Neuschnee hat alles in dicke Watte verpackt. Du musst doch noch ganz schön weit weg vom Dorf sein. Aber jetzt willst du raus. Das Fenster hat keinen Griff, aber da ist ja noch die Tür mit Zahlenschloss. Was sonst? Du nimmst den Raum näher unter die Lupe. Das Fensterglas und ein Blick in das Notizbuch lassen dich darauf schließen, dass der Jedi neben seinen ganzen Hobbys auch gerne Tiere beobachtet. Und dann fällt günstigerweise noch ein Hinweis aus dem Notizbuch. Da drauf steht, bring jedes Tier in seine Höhle. Jedes davon führt seine Bewegung vollständig aus oder wählt die Alternative. Was für ein merkwürdiger Hinweis. Okay, und wir haben noch Türchen Nummer 21. Jetzt wollte ich schon die 20 öffnen. So, oh. So, Fenster, ABC. Es gibt ein Feld, wo sie alle waren. Aha, das überkreuzt sich dann. Hase, na, hier kann man sogar noch was lernen. In Re1. Fuchs und ein Marder. So, ich habe euch schon mal wohlweislich eingespannt. Obwohl ihr vielleicht nicht so gut sehen könnt. So müsste es. Naja, wir müssen ja alle irgendwie noch was sehen. Gut. Wir haben 4 Karten. O1 bis 4. Wir fangen an mit dem Fuchs. Fuchs läuft immer ein Feld West und ein Feld Süd. Das war der Fuchs, der hier, ne? So, ein Feld West und Süd. Also dann theoretisch nach Westen, nach Süden, nach Westen. Nach Süden. Wenn es nicht möglich ist, dann ein Feld südlich. Aha. Westen, Süden, Westen geht nicht, also Süden. Aber dann haben wir hier das Problem, dass er hier nicht rüberlaufen kann. Okay, da stecken wir jetzt erstmal fest. Seht ihr das? Also er läuft eins nach Westen, Süden, Westen, Süden, Westen, Süden. Nach Westen kann er nicht, deswegen ist er eins südlich gelaufen. Jetzt müsste er nach Westen, aber dann kann er ja theoretisch nicht hier rüber. Okay. Genau, er kann nicht schwimmen und er kann auch nicht den Berg übertreten. So, dann müsste er halt jetzt nach Westen gehen und nach Süden kann er nicht.
Also theoretisch läuft er nach Süden, nach Süden, nach Westen, nach Süden, nach Westen, nach Süden. Und ich behaupte, das ist seine Höhle. Aber dann haben wir halt hier trotzdem dieses Problem. Okay, dann gucken wir uns mal das nächste Tier an. Es gibt ein Feld, wo sie alle waren, aber nur eins oder wie? Das Reh kann auch nicht schwimmen und auf Felsen. Läuft immer drei Felder nach Westen und drei Felder nach Norden. So, also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn nicht möglich, läuft es nach Norden. Also läuft es auch nach hier. Dann treffen die sich. Dann läuft es nach Westen, 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 Norden, Norden, Norden. Westen, Westen. Dann trifft das Reh aber auch nicht seine Höhle. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Norden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Findet auch nicht seine Höhle. Ich bin irritiert. So, dann haben wir hier den Marder. Der Marder kann tatsächlich schwimmen. Das war der hier oben, ne? Genau. Läuft immer zwei Felder nach Süden und zwei nach Osten. Also zwei nach Süden, zwei nach Osten, zwei nach Süden, zwei nach Osten. Wenn Süden nicht möglich, läuft der eins nach Norden. Was aber nicht geht. Da wollt ihr mich hier verarschen. Ich habe leichte Probleme damit, ja. Oder zählt das erste Feld mit? Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, ne? Aber er läuft zwei nach Süden, zwei nach Osten. Zwei nach Süden, zwei nach Osten. Ach, er kann ja nach Süden. Warte mal. Nee, er kann ja übers Wasser. So, das war jetzt mein Fehler. Er kann zwei nach Süden. Dann läuft er wieder zwei nach Osten. Nach Süden kann er nicht. Dementsprechend läuft er eins nach Norden und zwei nach Osten. Und der Marder hat es tatsächlich zu seiner Höhle geschafft. Unfassbar. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mit dieser ganzen Geschichte anfangen soll. Dann machen wir noch zum Schluss den Hasi. Der kann weder schwimmen noch auf Berge klettern. Läuft immer zwei nach Norden und eins nach Osten. Also zwei nach Norden. Ein nach Osten. Wenn Norden nicht möglich, dann läuft er noch ein nach Osten. Dann läuft er also noch ein nach Osten. Dann läuft er noch ein nach Osten. Dann läuft er noch ein nach Osten. Dann läuft er zwei nach Norden. Dann ein nach Osten, zwei nach Norden und ein nach Osten. So, das scheint die Hasenhöhle zu sein. Den hätten wir schon mal geschafft. Die Frage ist, gibt es ein Feld, wo sie alle waren, oder gibt es mehrere? Weil ich habe jetzt. Hier waren sie alle. Und hier waren aber nur. Wir probieren das jetzt noch ein zweites Mal, okay? Also, das Reh. Drei nach hier, drei nach Norden. Eins, zwei, drei. So, Westen ist nicht möglich. Also noch eins nach Norden.
Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, es läuft. Es kann nicht 3 nach Westen. Und dementsprechend ist das dann wahrscheinlich die Rehhöhle. Davon abgesehen, dass Rehe jetzt nicht so wirklich in Höhlen leben, aber gut. So, dann probieren wir nochmal den Fuchs. Also, eins nach Westen, eins nach Süden. Westen, Süden. Westen, Süden. Westen geht nicht, also nach Süden. So, und jetzt ist ja mein Problem. Westen und es geht nicht nach Süden. Es geht ja nicht nach Süden. Dementsprechend müsste der hier rüber. So. Und dann müsste das hier halt die Fuchshöhle sein. Mein Problem ist bloß, er kann nach Westen, er kann nur nicht nach Süden. Also ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, dass man da so weit denken muss. Aber gut. Aber gut. So. Nee, ich bin zeitweise unzufrieden. Gut, dann machen wir den Marder. Der macht 2 nach Süden, 2 nach Osten, 2 nach Süden, 2 nach Osten, 2 nach Süden, 2 nach Osten. Nach Süden kann er nicht, also macht er 1 nach Norden. Und 2 nach Osten. Genau, der ist jetzt auch in seiner Höhle. Und dann haben wir zum Schluss noch den Hasen. Der läuft 2 nach Norden, 1 nach Osten. Nach Norden kann er nicht, also läuft er 1 nach Osten. Nach Norden kann er nicht, also läuft er nach Osten. Läuft er nach Osten, läuft er nach Osten. So, läuft er wieder 2 nach Norden, 1 nach Osten, 2 nach Norden, 1 nach Osten. Gut. Und jetzt habe ich, dadurch, dass der hier abbiegt, müsste hier die 1 das Feld sein, wo sie sich alle treffen. So, und jetzt steht hier unten drinne A, B, C, 1. Irgendwie. Es gibt ein Feld, wo sie sich alle treffen. Also A, B, C, 1. Jetzt weiß ich aber noch nicht, was das bedeutet. Also hier gleich neben mir hätte man tatsächlich ein ABC, aber in der falschen Reihenfolge. Und ich weiß nicht, ob hier dann eine 1 stehen müsste. Aber was bedeutet das für die hier? Weiß ich nicht. So, dementsprechend so, und hier ist mein Lösungsding. Ich weiß jetzt erstmal nicht, was ich sonst tun soll, weil ich hab nur eine Zahl rausgekriegt. So, ich habe tatsächlich durch den ganzen Spaß nur die Zahl 1 rausgekriegt, die jetzt auch keiner mehr lesen kann. Ja, doch, das war nur 1. So. So, und hier ist ACB. Das müsste ja ABC, müsste das ja lauten. ABC. Aber die Zahlen kann ich halt nicht eingeben. Leuchtet mir nicht ein. Leuchtet mir jetzt nicht ein. Wir gucken mal. Heute 21, ne? Ja. Wir gucken. Na. Gucken wir uns das mal an.
Also, findest du Landkarte offenbar, kannst du dort die Bewegung nach welchen Regeln sich, du musst jedes Tier in eine Höhle bringen. Entscheidend ist aber nicht, in welcher Höhle welches Tier landet, sondern etwas anderes. Antworten findest du in Raum 21. So, ich denke, das ist dieses, dass sie sich einmal treffen. Das haben wir herausgefunden. Ist halt schade, dass die Höhlen nicht relevant sind. Das wäre halt schöner, wenn dort irgendwie eine Nummer drin stehen würde. Hey, der Rätselkarte zeigt, wie sich das Tier verhält. So, Wolf immer Richtung Westen, kann er einen Bewegungsschritt nicht komplett ausführen. Kein Berg. Ja, hast du die Bewegung für alle Tiere auf der Landkarte eingetragen? Dann musst du ein Feld finden, auf dem alle Tiere einmal waren. Das trifft nur für ein einziges Feld zu. Der Notizzettel auf dem Boden von Raum 21 zeigt dir, wie du mit dieser Information jetzt auf den Code kommst. Nein! Es gibt ein Feld, wo sie alle waren. A, B, C. 1. Ach, die drumherum! Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. A, B, C. Das wäre ja dann die 5, 9, 0. Ja? 590. Wollen wir die mal ausprobieren? So, wenn die nicht funktioniert, dann gucken wir uns die Lösung an. Das habe ich mir jetzt nicht überlegt. 5. Ach, das haut ja nicht hin. Nein. Das wäre es natürlich. Wobei ich mich immer noch frage, was ist mit. Aber auch damit, ne? Was es damit auf sich hat. Ich warte nämlich jetzt sehr lange. Mir ist es ganz am Anfang aufgefallen. Ich warte sehr lange, dass diese Zahlen mal relevant sind. Und jetzt dachte ich, vielleicht sind sie relevant, aber scheinbar ist das heute noch nicht der Fall. Also wir müssen eins nach hoch, eins nach links und eins nach unten und haben die richtigen Symbole. Dann wäre das hier Tag Nummer 22 und wir haben ein V. Das ist schon mal richtig. Das ist ja quasi gerade noch mal so gut gegangen. Ich dachte wirklich wieder, oh nein, du musst in die Lösung gucken. Du wolltest es ohne Lösung schaffen. Gut, ohne den zweiten Hinweis. Ich hab das mit den drei Zahlen nicht verstanden, weil ich mich irgendwie darauf versteift hatte, mit den drei Buchstaben hier auf dem Kalender was zu machen, aber das ist heute noch nicht der Fall. Vielleicht kommt es, vielleicht ist es auch nur zur Irritation. Ja, wir sind jetzt schon bei Türchen 21. Es warten also nur noch drei auf uns, theoretisch. Ich weiß immer nicht, manchmal mit dem Abschlussrätsel. Nee, doch, es sind noch drei Türchen. Ob ich die jetzt gleich noch abdrehe? Eigentlich wollte ich heute nur fünf drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist jetzt allerdings schon mein achtes, weil ich jetzt gerade im Fieber bin. Wenn ich die letzten drei noch abdrehe, dann habe ich 11 gedreht. Mache ich das jetzt noch? Ich überlege mal. Wenn ich immer noch so aussehe mit leicht zerstrubbelten Haaren und roten Lippenstift, dann wisst ihr, ich habe einfach weitergemacht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.